Hier auf die erste Folge von Dimension Jumper 2 würde ich mich ein wenig freuen, wenn wir vielleicht einfach mal eine gewisse Like-Anzahl schaffen würden. Und ich setze die mal richtig hoch an und sag einfach mal, packen wir vielleicht die 1000 Likes. Das ist so eine kleine Competition, Leute, also. Jo, meine Verrückten, und herzlich willkommen hier zu einer neuen mit dem verrückten Flaschen-MPs da hinten aus der Ecke. Vor allem, du bist da so richtig, richtig unauffällig einfach rausgekommen. Ja, ich weiß, das sollte auch so sein. Ja, auf jeden Fall spielen wir eine neue Map hier und das ist Dimension Jumper 2. Genau, und wir machen das wieder wie eigentlich immer bei unseren Maps abwechselnd. Genau. Den ersten Tag, also heute, kommt's bei mir. Morgen bei mir kommt und die Folge so weiter bei und René, so weiter. Dann wieder bei mir, dann wieder bei René. Warte, wir und müssen so eine Zeit einrichten. Wann wollen wir das immer freischalten? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das wird jetzt hier am einfach im Video eingeblendet. Zack, ja, genau. Bam, wir überlegen uns das danach. Um die gleiche Zeit immer freischalten bei uns. Es wird nochmal eingeblendet hier gerade. Das müssen wir erst noch klären. Steht jetzt drin, weißt du, ne? Ja. Weißt du. Ja, Dimension Jumper 1 haben wir auch gespielt. Genau. Falls ihr das noch gar nicht wisst, das ist bei uns wahrscheinlich in den Playlists irgendwo. Verlinkt jetzt hier auch da unten, da unten unter Renés Füße. Stop da. Cheating steht da immer. Hör mal auf zu cheaten, Mann. Alter, ja, komm, dann Cheater. Willkommen to Dimension Jumper 2. One goal, finish the map. One rule, don't break or place any blocks. By Bigare. Bigare. Oder Bigre. Keine Ahnung. Der Rest ist eigentlich egal. Wieso ist eigentlich nur bei Anmerkung hier? Und hier, so, gehen wir mal direkt los, oder? Important. Ey, warte, if you play server, don't forget to enable. Das habe ich gemacht. Add the following. Da haben wir. Okay. Gut, habe ich alles gemacht. Sehr geil. So, was steht hier? Fill the right blocks by pushing the buttons. Scheiße, Mann. Ach, was, Mann, ey? Fill the right blocks by pushing the buttons. The right blocks are in front of you. If you don't see the blocks, install the resource pack provided with the map. So, hier, ich hab's einfach mega verkackt gerade. Ist doch scheiße. Ja, gut. Push me jetzt hier. Push me. Wir müssen jetzt wahrscheinlich genauso anordnen, oder? Push me. Oh. Oh. René, das ist wrong. Falsch. Push me, nee, war falsch. Nee, ja, richtig. Richtig. Push me, wie sieht der dritte aus? Oh, ja, geil. Nice. Oh, hier ist Blut überall. Oh Gott. It's the dark inside. Was steht hier? This lever is connected to a fast clock. It could cause some lag, but don't worry. Lag only appears when there is a player in this room. This lamp must be always be powered. For any problem, reset the lever. Okay. Also sollen wir da jetzt nicht drauf gehen? Ist die jetzt gerade gepowert? Ja, ich schätze schon, oder? Nee, obwohl, die muss grün leuchten, nee? Also müssen wir den Schalter. So, jetzt ist richtig. Ja, okay. Okay. Gut, so, was ist jetzt? Begin, continue. Okay. Wow. Oh. Hä, ich wurde nicht geportet. Warte, ich drück nochmal. Jetzt. Trank des Schadens und die Erfahrungsflasche. Ja, damit können wir uns jetzt durch die verschiedenen Dimensionen porten. Und zwar gibt es ja hier einmal Hölle und Himmel. Genau. Und ja, wir sind jetzt gerade hier im Himmel. Und wenn jetzt gehen wir mal in die Hölle. Genau, dann können wir einmal in die Hölle gehen. Und ist eigentlich genau die gleiche Map, nur halt anders aufgebaut. Genau. Halt in anderem Style. Und Nee, es ist auch nicht genau dieselbe Map. Es gibt dann auch andere Gebäude und so. Ja, es ist aber gleich aufgebaut, so gesehen. Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal wieder in den Himmel gehen, sieht man, hier kommt man nicht raus quasi, ne? Also man kommt ja nicht raus. Und man muss den Weg suchen in den verschiedenen Dimensionen, ne? Deswegen, hier kommen wir raus in der Hölle. Ich weiß nicht, hier kommen wir aber wieder nicht weiter. Ich gehe mal müssen wir wahrscheinlich jetzt wieder in den Himmel gehen. Was ist hier denn los? Aber wo kommen wir denn hier? Ach, da kommen wir weiter. Ah, warte. Ich glaube, da musst du dich wieder porten. Ah, sehr nice. Man sieht mittlerweile auch, das war, glaube ich, bei der ersten Map auch nicht, diese Punkte, ne? So, warte mal, jetzt müssen wir wieder so. Okay, jetzt sind wir im Haus. Ach, ist richtig, oder was? Ah, ja, okay. Und wie kommen wir hier jetzt wieder raus? Warte, wir müssen uns bestimmt... Nee, das war falsch. Hä? Achso, ja, du musst dich hier... Ja, genau, ist schon geschafft. Oh, nice. So, jetzt hier wieder raus. Ach, du Scheiße. Voll. Obwohl, warte mal. Warte, hier kommen wir aber durch. Und dann hierhin, so.
Ja, ich hab's gefunden. Ach so. Und dann so? Hui, scheiße, ich bin wieder in diesem Haus drin. Alter, voll verwirrend nach der Zeit. So, warte nochmal das Ganze. So, zack. Hä, warte mal. Hi. Hä, warte, ich bin gerade falsch gelaufen. Ach, man muss hier reinlaufen? Genau, so, zack. So, okay, dann... Nicht so fast, ey. Du bist ja voll bekloppt, wenn du das die ganze Zeit machst. Ja, pass auf, wenn du dich jetzt wieder portest, dann darfst du nicht runterlaufen. So, jetzt bin ich draußen. Ah, richtig. Ah. So, okay, warte mal, da unten ist so ein Block. Gucken wir mal, was ist das denn hier? Oh, was Speed. Was passiert? Ach so. Wow. Okay, sollen wir jetzt Speedy da rüber sprinten oder was? Ich schätze mal, wir müssen da hinten zu diesem komischen Gebilde dahin. Ja, warte, wir rennen hier mal einfach durch. So, zack, zack. Alter. Alter, die Bäume glitzern. Ja, die blinken, ne? So Party Lights, was ist das? Party to the Light. Farm, ey. Und wo sind wir hier jetzt? Wuppsala. Okay, ich bin jetzt hier irgendwo. Okay, hier ist auf jeden Fall drin. Schon mal so. Was ist das hier? Warte, hier ist eine Kiste. Sensorschiene. Müssen wir die selber legen, oder damit kann man das jetzt markieren, oder was? Anscheinend ja. Achso, ich dachte, die sind von alleine. Ach, guck mal, jetzt kann man die selber legen. Geht da nicht rauf. Okay. Ganz schlecht. Warte, wir gehen mal hier. Ah! Okay. Warte mal. Hölle ist hier gerade nicht. Ah, jetzt. Jetzt. Bruce, wo müssen wir anfangen? Das ist die Frage. Ich dachte, die Sensordinger, die sind immer auf dem Boden da, wo man lang muss. Nein, ich glaube, wenn man die jetzt hier... Aber man muss sie ja selber setzen. Warte mal, wenn man die placed... Guck mal hier. Hast du das gesetzt? Nee, oder? Ah, doch. Hen. Doch, hier sind die jetzt. Da waren die jetzt gerade richtig. Wir können uns Dingens Anhaltspunkte machen, aber... Hä, nee, hier gibt's Anhaltspunkte schon. Guck hier. Oh, warte mal, ich muss mal kurz hochgehen. Ich hab's gerade gefunden hier. Okay. So. Hey, warum dann, müssen wir dann selbst noch Sensorschienen haben? Ich glaube, wenn wir uns vielleicht nochmal selbst einen Anhaltspunkt machen wollen. Ja, keine Ahnung. Ist ja auch irgendwo was auf dem Boden? Ich sehe jetzt gerade noch nichts. Müssen wir uns hier vielleicht anfangen? Muss doch bestimmt irgendwas sein. Boah, hier kannst du das richtig schlecht erkennen. Oh Gott. Ja, ich bin genau daneben gelandet. Du auch. Wo müssen wir denn hin? Warte, wir können doch so machen. So, und dann setzen wir uns hier eine Sensorschiene und dann machen wir so. Zack. Nice. Hab ich schon gemacht. Okay, und dann fangen wir... Ach so, ich habe in der Hölle jetzt eine gesetzt. Und dann fangen wir hier an. Ah! So, mein Gott. Okay, dann... Wo war das jetzt nochmal? Nee, doch, hier. So. Ich habe dich runtergeboxt. Weil manchmal will ich einfach im Boden... So, zack. Dann müssen wir hier... Warte, wo hatte ich die jetzt hingesetzt? Ah, hier. Da. Zack, ja, nice. Ich hab's hingekriegt. Hier bin ich, René. Warte. Hey, warum lande ich denn immer da vor? So, warte, hier muss ich jetzt auch irgendwo wieder einen Sensor tun. Okay. Wow. Ach du Scheiße, das war richtig knapp gerade. Warte mal. So, war es mit der Sensorschiene jetzt richtig, wo die gelegt wurde? So. Ja. Ah, ich bin dran. Okay, Mist. Ja, warte, beim nächsten muss ich jetzt wieder von vorne anfangen, ey. So eine Scheiße. Warte mal. So, zack. Perfekt. Ich habe, glaube ich, schon fast überall ein paar Sensorschienen gelegt, wo man irgendwo hin muss. Ja, ich will sie auf der nächsten Platte, aber ich weiß nicht, wo ich hier lang muss. Ja, dann musst du dich wieder porten. Ja, dann bin ich ja wieder unten. Ja, du musst immer wieder nach unten. Deswegen, das musste ich ja auch machen hier gerade eben. So, ich habe mich... So, hier, ja, ich musste mich ja auch... überall, wo jetzt diese Sensorschienen sind, habe ich das schon gemacht. Ach, scheiße, sag doch, dass du schon hier bist. Mann, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, oder was? Ja, ich fange hier ich fange hier die ganze Zeit von vorne an. Wie so ein Bekloppter, ey. Das ist voll verrückt, so, aber es ist eigentlich ganz cool gemacht mit diesen Sensordingern, weil ich meine, das hatten wir bei der anderen Map nicht. Nee, bei einem Jump'n'Run. Aber ist da hatte man, glaube ich, auch nicht, diese... Ja, da hatte man aber auch nicht... Da mussten wir, glaube ich, auch nicht so schwierige Sachen dann machen, ne? So, jetzt ach Gott, hier. Ich bugge hier erstmal ein bisschen rum. So, zack. Warte mal, und dann jetzt hier entlängst. So, oh. Okay, jetzt kommt hier das nächste. Ja, warte mal. Aber ich hab voll Schaden bekommen. Scheiße, voll daneben. Warte, hier, so. Ist das da drüber? So, zack. Guck mal, warte, du kannst ich probier's jetzt mal direkt... Aus. Klappt das? Ja, ne? Ja, hat geklappt. Ja, okay, nice, warte. So, hier ist aber jetzt noch eine. Ich fange da mal wieder an. Von vorne, ne? Na, scheiße. Immer wieder von vorne, ey, da wirst du ja bekloppt von, doch. So, warte mal, dann jetzt. Nächste Sensorschiene schon mal hier gelegt. Sehr gut. Aber du musst auch wieder von vorne anfangen, ne? Ja, ich weiß.
Ah, das ist ein bisschen, aber man muss ja auch irgendwie eine kleine Competition haben hier, ne? Ja, das ist ja auch eine große Competition quasi, ne, was wir jetzt gerade veranstalten. So. Das ist doch gerade das erste Jump'n'Run, was wir machen und das ist eigentlich schon relativ recht zeitaufwendig, und ne? Und auch recht cool eigentlich gemacht, muss man einfach mal sagen. Also ich finde das mal so was Neues, so ein bisschen innovativ, weißt du? Nicht so, ne? Mhm. Ist so, halt mal, einfach Ich hab's jetzt geschafft. Schon durch oder was? Ja, warte, ich save mal eben kurz hier. So, ich hab schon mal gesaved, ey. Ich hab schon mal richtig safe gemacht gerade. Oh, ich bin gleich durch hier. Aufpassen. So. Ja, du musst jetzt nur einmal hier durch da oben hier und dann bist du schon da. Bist du schon hier, da. Genau da. Wow. Einfach Schaden gekriegt. So, hallo. Okay, sag, warte, musst ich save auch nochmal auf saven selber. Ich weiß gar nicht so. Und was hier jetzt los, wenn wir hier hingehen? Was heißt das? Feuer aus anscheinend, oder was? Ja. Warte mal. Ach, wir haben jetzt Feuerschutz. Für 8 Minuten. Okay. Ach so, ich muss selber einmal drücken. Ah, so, okay. Und was müssen wir jetzt machen hier? Hier kommt man nicht rein auf jeden also Fall. Warte mal, ich geh mal rüber. Hier kommt man aber rein. Ah, hier ist so eine Wasserkuppel. Scheiße. Was ist das denn? Und was ist, wenn wir jetzt hier mal rübergehen wieder? Jo, hier ist überall nur Lava, wenn man hier. Alter, hier siehst du ja überhaupt nichts, ey. Wir sind aber klopft von. Warte mal, was ist. Aber man kann die Luft wieder auffüllen. Wenn man einmal kurz in die Dings ist. In die Hölle. Nein, ich brenne in der Lava. Hilfe, jetzt nicht mehr. Okay. Das Problem ist nur, die Frage ist jetzt nur. Ach, warte mal. Wow, ich bin jetzt irgendwo. Ja, ich auch. Drin. Was heißt denn das? Activate the Temple Shrine. Zack. Temple Shrine activated. Was heißt Shrine. Das jetzt? Weiß ich nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Was ist denn ein Shrine? Ein müssen Shrine? Wir vielleicht außen rumlaufen jetzt hier? Ein Shrine? Hey, was ist denn das? Ich habe keinen Plan. Warte mal, wir haben doch gerade dieses komische Viech da gesehen, oder nicht? Ach nee, war das nicht hier? Keine Ahnung. Was für ein Viech? Ist das nicht vielleicht sowas wie so ein Denkmal oder sowas? Du meinst, würde ich das einfach da mal hinten? So sagen? Aber wir weiß können jetzt nicht. Ja hier schlecht wieder runterspringen. Ja, schon. Aber hier kann man ja nichts weiteres machen, oder? Können ja nochmal gucken gehen. Vielleicht kann man jetzt hier irgendwie reingehen oder so. So normal. Ja, vielleicht ist da. In der Himmelwelt. Hallo? Ist da ja irgendwas, was hier so passieren? Oder was ist denn, wenn wir jetzt in die Hölle gehen? Anscheinend nicht hier gerade. Weiß ich nicht. Was ist denn, wenn man hier. Also, wenn wir dann hier mal. Ups, voll daneben. Okay, also wir mussten hier. Ja komm, dann lass mal einfach. Ganz einfache Angelegenheit. Ach scheiße, jetzt kommen wir wieder nicht raus. So. Was denn? Dann. Mein Gott, warte. Ich hab's gleich. So, dann lass mal einfach da unten wieder rausgehen. Und dann lass einfach mal da hinten zu dem Denkmal gehen, wie du das gerade eben schon gedacht hast. Können wir mal gucken. Da weiß ich nicht. So, wie lange geht die Folge eigentlich schon? Ach, 12 Minuten erst. So, dann jetzt erstmal da. Hinten hingehen oder da ist gucken da jetzt wir mal ein da, was Wasserfall da oder irgendwie so, das könnte ja sein jetzt. Weiß ich nicht, auf jeden Fall haben wir irgendwas aktiviert. Das bloß ist schon mal Fakt was? Hier. Was? Das ist natürlich die Frage. Ja, das ist die Frage. Warte mal, hier geht's doch zum Tempel. Ah ne, to the farm steht hier. Dann gehen wir mal zur Farm, oder? Ja, da waren wir doch gerade eben schon, oder? Oder war das nicht die Farm, wo wir waren? Weiß ich nicht. Lass einfach nochmal zurücklaufen. Wir hätten bestimmt auch irgendwo hier jetzt Speedblöcke wieder gekriegt. Warte ja, mal, kann was sein. Ist das denn da für ein Baum? Ich glaube, das hier war die Farm, oder? Kann sein. The Farm. Ja, okay, hier sind wir fertig. Warte mal, oder wir gehen einfach mal. Was ist denn das da hinten? Das sieht aus wie so ein Tempel. Da hinten. Ja, stimmt. Warte mal, das dann gehen wir da, mal da hin. Warte mal, aber was ist denn das hier? Was steht denn hier? Warte mal. There is maybe something behind this tower. Was ist, wenn wir uns hier vor... Ach, du Scheiße. What the fuck? Oh Gott, die ist überall Lava. Boah, wie schnell wir einfach sind, ne? Hier kann man saven. Ist das vielleicht... Sind wir wirklich richtig? Kann sein. Keine Ahnung. Was ist das? Ja, wir können uns Jump Boost geben. Okay, aber nur müssen für ein paar Sekunden. Müssen wir hochspringen? Ach, du Scheiße. Oh, shit. Oh Gott. Gestorben. Nice. Yo, wie hoch man... Okay, ich bin was jetzt hier jetzt? Um. Hä, wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Ich bin hier wieder am Anfang gelandet. Muss ich jetzt wieder den ganzen... Hast du nicht gesaved? Ah, doch. Doch. Jetzt weiß ich. Ach, wenn du einmal stirbst, dann musst du einmal so ein bisschen... Ja, ne?
So, okay, ich bin jetzt mal hier in der Himmelwelt. Was ist hier denn los, Alter? Muss man hier vielleicht durch? Kann man hier irgendwie hochgehen? Oder so? Weiß ich nicht. Oder wir sind einfach nicht hoch genug gesprungen. Das kann auch sein. Aber ich bin nicht höher gekommen. Oder wir haben hier irgendwas übersehen. Das kann natürlich auch sein. Weil ich sehe, also ich sehe jetzt hier gerade zum Beispiel nichts Interessantes. Also irgendwie nichts. Ich spring mal runter. Ich kill mich mal. Oh! So, zack. Okay. Wie kann ich jetzt nochmal zurück? Du gehst wieder da auf Start beginnen. Hier. Achso, okay. Oder wir sind echt einfach falsch. Nee, glaube ich nicht. Schon, weißt du? Oder wir sind schon zu weit fortgeschritten hier. You can switch in the air. Ah, okay. Ach. Warte mal. Ups. Guck mal erstmal hier ein paar neue. Wow, Dings. Alter. Boah, ich bin gerade erstmal fast, ja, ne? Achso, das brauche ich auch ein paar Mal. So, ach, man kann was? In der, WTF? Wenn man springt, switchen oder was? Ja, ja, kann man. Aber was es jetzt gebracht hat, weiß ich nicht. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Aber was denn? Die Idee sehen wir ja, okay, erst bei dem René in der Folge. Das hat sich genau fast ein bisschen gereimt. Und dann würde ich sagen, ja, hier auf die erste Folge von Dimension Jumper 2 würde ich mich ein wenig freuen, wenn wir vielleicht einfach mal eine gewisse Like-Anzahl schaffen würden. Und ich setze die mal richtig hoch an und sag einfach mal, packen wir vielleicht die 1000 Likes. Das ist so eine kleine Competition, Leute, da müsst ihr jetzt ordentlich den Daumen drücken. Ordentlich den Daumen drücken. Na, richtig tot. Ja, na, okay, auf jeden Fall. Dann schaut auf jeden Fall morgen beim Flash-Duell-Piece vorbei. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.